Jetzt geht's um dich, Marc. Es geht um dich. Was hast du dir gedacht, Marc? Wir gehen in den Seller-Mode. Wir kommen so mit den hochwertigen Düften um die Ecke. Wir haben ja wirklich die schönsten Uhren und die geilsten Klamotten. Und dann komme ich. Ja, wir haben einfach ein Pulver. Nein. So ein geiles Pulver. Nein. Ich dachte, die ein oder andere Person, die morgens mal aufwacht und sagt, oh, ich fühle mich ein bisschen gerädert. Ich habe vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich in der letzten Nacht zu viel Sport gemacht habe. Weil zu viel Sport gemacht hat. Ja, genau. Sport zu viel Sport gemacht. Muskelkater oder sonstige Formen. Genau. Für die Leute, die sagen, ey, scheiße, zu viel Muskelkater. Kater. Mir fehlen die Elektrolyte. So, das hier heißt Fragezeichen sein Vater. Genau, ja. Das ist der Name des Produkts. Das ist der Name des Produkts. Und der Name ist in dem Fall natürlich auch Programm. Weil es ist einfach von dem Vater das Fragezeichen. Okay. Der also wenn ich jetzt meinen Vater anrufe, also ich könnte jetzt meinen Vater anrufen. Der sagt sich, hör mal, was ist das? Was ist das? Genau. Okay. Also ist ja logisch. Du rufst jetzt deinen Vater an und sagst, ah, du hast mein Fragezeichen. Ja, genau. Dann ist es das Fragezeichen. Und dann weißt du genau, jetzt konsumiere ich. Ja, genau. Also eine Sache, die würde ich jetzt, ich würde es super gerne jetzt mal verköstigen, weil ich muss wirklich sagen, ich habe auch Durst. Ich benutze Fragezeichen sein Vater jetzt schon wirklich lang und ich habe wirklich an einem Abend, an dem ich wirklich viel Sport gemacht habe, es ist wirklich unfassbar erfrischend. Machst du in letzter Zeit oft? Mache ich oft in letzter Zeit genau viel Sport und es ist unfassbar erfrischend, dann wirklich diesen leckeren Drink zu mir zu nehmen und genau das möchte ich jetzt tun. Also wir haben hier drin alle Vitamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B5, Vitamin B3 und viele andere Sachen. Wir haben L-Tyrosin drin, hast du vergessen. Ja. Wir haben Natrium, Kalium und Cholin haben wir drin. Also wir haben sehr viele Inhaltsstoffe drin, die der Körper ausscheidet und die sehr gut sind, auch wieder zuzuführen. Vegan, super. Auch dafür, dass so viele gute Inhaltsstoffe sind, haben wir uns bemüht, auch einen echt guten Geschmack zu kreieren. Und wir haben es heute, glaube ich... Das hier mir auch ein Glas mitgebracht. Das haben wir heute... Das haben wir heute minus... Oh, shit. Verdammt nochmal. Ich habe nicht hingeguckt, Mensch. Ich habe schon wieder Bock auf ein kleines Fragezeichen. Für die Leute, die fragen, wann sollte man das Ganze einnehmen, wenn ihr jetzt sagt, ey, steht eine gute Sport-Session an, dann trinkt ihr das Ganze und vorm Schlafen gehen ist das auch mal besonders gut. Genau. Für den Recharge. Und ich bin tatsächlich, also ich trinke das wirklich gerade täglich. Als wir im Skiurlaub waren auch, ich hatte komischerweise gar keinen Muskelkater. Du musst das andersrum machen, Kollege. Habt ihr was zum Umrühren? Ich habe als erstes Pulver und dann Wasser reingetan. Ist alles aufgelöst. So ein bisschen du hast es andersrum gemacht. Hey, bei mir ist es auch aufgelöst. Kommt aus Österreich, also Produktion Österreich, nur damit ihr Bescheid wisst. Oh, schmeckt aber erfrischend. Ja? Hat gar nicht so einen starken, so Multivitamin-Geschmack, sondern es ist ganz leichter Geschmack. Ja, es schmeckt wirklich gut. Ich trinke es auch echt gern. Wir wollten es auch nicht zu extrem machen, nicht zu süß. Wie lange ist das Produkt schon am Markt? Ein bisschen über einem Jahr. Nein. Und noch gar nicht so lange, ja. Und aktuell bei uns im Shop könnt ihr das Ganze erwerben für 20% Nachlass, glaube ich. Oder wir haben sogar noch mehr. Ich glaube, wir haben wir sogar 30 gesagt? Haben wir 30%? Haben wir nicht sogar 30 gesagt? Boah. Ey, wirklich, wenn ihr das nicht getestet habt, ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Moment. Also, man kann mal eine Packung bestellen, Leute. Wir sind nämlich nicht so wie bei Ola Kala. Bei uns gibt es nämlich Prozent. Ja, sowas haben wir nicht nötig. Sowas haben wir nicht nötig bei uns. Preisstabil. Die sagen bei uns, verkaufen sich halt. Also, aber ich muss da ehrlich sagen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde wirklich, es schmeckt sehr geil. Ich trinke es echt gerne. Es soll aber ja wirklich nicht schmecken. So, aber ich finde, dafür schmeckt es nicht ganz gut. Warum hattest du das Produkt? Wie ist es dazu gekommen? Hast du eines Tages aufgewacht und gesagt, boah, ey, verdammt nochmal, ich muss irgendwas machen? Nee, wir waren auf Mykonos und haben uns gedacht, wir brauchen sowas. Ja? Ja, das ist... Ey, Bro, kann ich mir so ein Ding hier mitnehmen, so ein Stash? Ja, selbstverständlich, ja. So wird das angeliefert? Mhm. Das ist das, was wir heute... Alter! Ja. Alter. So wird es versendet, 14 Stück sind drin, gibt natürlich auch unterschiedliche Anzahlen. Könnt euch auch einen richtigen Jahresvorrat holen. Ich weiß gar nicht, bis zu 56 oder so. Packen wir da rein. Top. Boah, stark. Ja, das ist ein sehr cooles Produkt, was man auf jeden Fall zu Hause braucht, wenn man Sport macht. Es ist auch gut für den Tag danach, genau, zum Beispiel nach dem Training, sehr erfrischend, das Ganze einzunehmen. Einfach mal ausprobieren. Also, wir joken jetzt gerade rum, aber es ist wirklich auch, wenn du viel Sport machst, wenn du viel schwitzt, wirklich jetzt, ist das auch super. Wir joken nicht rum. Genau, aber ich joke halt natürlich die ganze Zeit rum. Ihr nicht, aber ich joke rum und deshalb möchte ich es kurz einmal relativieren und sagen. Okay, wir haben uns heute was Spezielles überlegt. Genau, deswegen machen wir jetzt eine ganz kleine Unterbrechung, bauen das Setting um und werden uns in einem Badezimmer wieder sehen, denn jetzt wird Marc Gebauer umgestylt. Wir sind wieder live und diesmal geht es um die zweite Produktlinie von Marc Eggers, ja, der bekannte Haarkünstler, genau. Alles gut, alles. Der bekannte Haarkünstler und du hast dir irgendwann gedacht, also du bist schon, auch wenn du die Person wenn man dich anschaut, deine Haare sind schon da, also man sieht dich schon. Ich habe mein allererstes richtiges YouTube-Video gedreht, also nicht die Breakdance-Videos, sondern die so YouTube-Videos, die ich dann gemacht habe. Das erste Video war ein Haarstyling-Video. Nee. 2011 habe ich das hochgeladen, weil ich beim Supertalent war und viele haben gefragt, ey, wie stylst du deine Haare, wie heißt deine Frisur?
Der ein oder andere kennt es vielleicht noch. Das Video hat tatsächlich 1 Million Views gehabt. Und dann habe ich angefangen, vor, glaube ich, schon über 8 Jahren, That's Me, das war wirklich nur Mode und Lifestyle. Also ich habe echt nur Styling-Tipps gegeben, Haarstyling-Tipps. Ich habe mindestens 40 Videos, wo es nur um Haarstyling geht. Mhm, du hast auch eine volle Mähne. Glücklicherweise, ja. Es ist bei mir sehr viel Genetik. Und, du hattest ja auch mal lange Haare. Ich hatte mal lange Haare, ja. Ich habe mal wachsen lassen. Stimmt, der hat auch mal so lange Haare. So eine Mähne, ja. Über 3 Jahre. Und ich habe eigentlich alle Haarprodukte getestet, die man so testen kann, auch in Videos verpackt und habe mir gedacht, da fehlt immer noch was. Ich würde gerne einen Haarwachs haben, was einfach perfekt ist. Und dann haben wir echt lange daran rumentwickelt. Ich glaube 45 Proben oder so hatten wir. Ich habe es immer meinen Friseur geschickt. Am Freitags hat er das immer getestet bei seinen Kunden. Und der hat mir wirklich 43 Mal gesagt, ist scheiße. Also ja, wirklich. Und das war, es dauert auch lange, bis du eine neue Probe bekommst. Das ist ja nicht so, ja, wir ändern mal kurz was. Ich habe so viele Produzenten gehabt, die ich unterschiedlich aufgesucht habe, dann den verworfen, den verworfen. Zwischendurch saß ich auch mit sehr großen Firmen zusammen, die Bock hatten, mit mir so eine Firma zu gründen. Habe mich dann aber dafür entschieden, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den ich seit der 4. Klasse kenne, Derek, mein Geschäftspartner, Grüße gehen raus. Ich habe gesagt, ey, wir beide waren zusammen auf derselben Schule, wir kommen aus Hamburg-Harburg, wir bauen das Ding alleine auf, wir machen das brüderlich und jetzt gibt es uns schon seit über 4 Jahren. Schön. Dann sind wir jetzt im 5. Jahr. Die Linie heißt That's Me und wir werden jetzt jedes einzelne Produkt aus der Linie durchtesten und vorstellen. Heute gibt es 20%, glaube ich. 20%, ja. 20% gesamte Sortiment, wir hauen da jetzt auch raus. Und ich glaube, gerade beim Wachs ist es nämlich richtig geil, das mal zu testen bei 20%. Dann weißt du, wenn es nicht gut ist, okay. Aber ich sag, wie es ist, wir kriegen so geisteskrank viel gutes Feedback. Okay, womit sollen wir starten? Also was machen wir jetzt als erstes? Wir waschen dir jetzt erstmal die Haare. Also das heißt, wir nehmen das erstmal Shampoo. Hallo, ich habe glaube ich einen Termin jetzt. Friseursalon Lazarides. Hallo, wir benutzen ausschließlich That's Me Produkte. Das will ich direkt mal von Anfang an gesagt haben. Wir haben hier das That's Me Kopfkino Shampoo. Bitte einmal Barber-Style nach vorne nehmen. Einfach so in der Reihe. Einfach mal ins Waschbecken reinlegen. Darf ich kurz vorher das anmachen? Ja. Oder? Ja. Mach schön kalt. Ich glaube, du bist nicht drauf. Warte, ich schwenk kurz nach unten, warte. Genau, schwenk mal gerne nach unten. Ich habe hier dieses That's Me Einschamponiergerät. So. Das wird doch ein sehr verbindendes Erlebnis, glaube ich. Wir Männer sind eigentlich, was Shampoo-technisch angeht, wir nehmen immer das, was irgendwie in der Dusche steht. Wichtig, ich weiß, es ist viel Genetik beim Haarausfall, aber es fängt beim Shampoo schon an. Also achtet wirklich drauf, dass ihr ein gutes Shampoo nehmt, wo ihr im besten Fall auch schon den Haarausfall ein bisschen vorbeugen könnt. So, und dann ist es auch schon im Haar. Einmal bitte so bleiben. Achso, du musst jetzt die Massage auch schon geben. Achso, ja, genau. Ich nehme jetzt hier dieses Gerät. Genau, die Bürste haben wir auch bei uns. Damit bin ich nämlich. Ey, wir brauchen eigentlich den mobilen. Wir brauchen den mobilen, der das einfach mal festhält. Ich weiß nicht, ob schon mal irgendjemand sowas verwendet hat, aber wirklich optimal, das ist es. Um richtig schön das Shampoo einzuschampen. Warte, gehen wir mit dem Kopf nach oben ein bisschen. Merkst du schon was? Wenn ich einmal kurz umdrehen zu Cam, damit wir es zeigen können. Leute, das ist es. Das ist es. Das könnte man auf jeden Fall, ja. Das ist eine Kopfhautmassage auch, ne? Ja. Was Shampoo-technisch angeht, ne? Das ist das Maximum, was du machen kannst, um Haarausfall vorzubeugen. Also mit dem Wirkstoff Fulicosan können sich die Leute mal durchlesen. Da drin ist ein Wirkstoff, der gegen Haarausfall ist. Es ist, guck mal, es gibt nichts, was den Haarausfall stoppt in dem Bereich. Also du kannst mit einem Shampoo nicht einfach dafür sorgen, dass deine Haare nicht Nico. Ey. Also, wenn es mal mit YouTube nicht läuft, ich glaube, da hast du eine neue Altersschäde. Wie ist das Feeling? Beschreib mal, was fühlst du gerade mal? Ich fühle gerade quasi, als wenn ganz viele kleine Elfen auf meinem Kopf so machen würden. So. Warte, jetzt zeig einmal die Cam. Bisschen tiefer. Ja, es ist. Top. Okay, abwaschen. Abwaschen. Einmal. Guck mal, jetzt wieder. Ja, das ist ein unfassbar tolles Erlebnis, gerade sowohl für Marc als auch für mich. Hier also dieses Verbinden. Man könnte auch denken, Marc hatte gestern eine sehr wilde Nacht, ihm geht's nicht gut und er hat vergessen, Fragezeichen seinen Vater zu nehmen. So, wir brauchen einmal. Kopf über. Haben wir ein Handtuch hier? Wir haben kein Handtuch da. Doch, an der Seite, da, an der Seite. Okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das bei mir so sehen würde. Pass auf, rubbel noch mal ein bisschen trocken. Ich mach noch mal ein bisschen trocken. Rubbel noch mal ein bisschen trocken. Also, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das That's Me Haar.
Shampoo. Ja. Falls man keine Haare mehr hat, wächst einem dann damit die Haare. Nein. Das, das hast du gerade gesagt. Nein. Also du stehst mit deinem Namen dafür, dass quasi, wenn man das nimmt, dass du dann wieder Haarwuchs bekommst. Nein. Also schön wär's. Jetzt mit 20% wachsen euch wieder die Haare. Nein. Das ist das Maximum, was man machen kann, um den Haarausfall mit dem Shampoo zu vorzunehmen. Nein. Ja, weil, Alter, aber merkst du, wie er bei seinen eigenen Produkten immer wirklich seriös ist? Ja, und hier wird hier nur noch Haar. Und wenn dann nur noch Spaß. Ah, scheiß drauf, diese Pflegeprodukte. Ja, das hilft für den Haarwuchs, oder? Hier ist der Kampf. Das ist wirklich richtig interessant. Es ist geil, ja? Kann ich so ein Ding mitnehmen? Ich will es ganz kurz einmal für die Leute sagen, damit die Bescheid wissen und nicht irgendwie so irgendwelche Lügen und irgendwo drauf reinfallen. Also, Problem ist folgendermaßen. Wenn Haare ausgefallen sind, ist richtig scheiße. Ja, also was weg ist, wächst so nicht mehr nach. Du kannst aber mit Serum, mit Shampoo versuchen vorzubeugen, dass du die Haarwurzel stärkst und dass die Haare deshalb nicht zu schnell ausfallen. Mhm. Das ist das, was man machen kann. Und ein Shampoo wird, egal wo man das irgendwie sieht, das bringt nicht viel. Du brauchst schon wirklich ein Serum, was du reinträufelst, was du einwirken lässt. Und mit dem Shampoo kannst du schon ein bisschen gegenwirken, aber es ist minimal. Das ist so für mich mit das Maximum, was man machen kann. Aber jetzt, du hast doch noch, bevor wir jetzt föhnen, wo ist denn dieser Haarverdicker? Der kommt jetzt ins Spiel. Okay. Erklär den mal bitte kurz. Der kommt jetzt ins Spiel. Ey, das Ding ist wirklich eine Geheimwaffe. Also, hier haben wir, und das wurde unter dem Mikroskop getestet, weil sonst darfst du damit auch nicht werben, dann fliegt dir das um die Ohren. Wurde ein Haar raufgelegt, man hat gesehen, bis zu 20% wird dieses Haar dicker. Sauft sich das damit voll, oder wie? Es wird einfach voll gemacht, so wie so ein Schwamm. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Kur, die du reinsprühst, sondern Vorstyling, so ein Pre-Styling-Produkt, sprühst da rein, hast mehr Volumen, kannst deine Haare dadurch besser stylen und die Haare sehen voller aus. Das heißt, wenn du dann abends ins Bett gehst, am nächsten Tag ist dieser Effekt nicht mehr da. Das ist jetzt auch nichts, was dann über Jahre dann bleibt oder so, sondern das ist immer einmalig. Okay. Sprühst es vorher drauf, bis zu 20%. Man sieht wirklich auch einen krassen Vorher-Nach-Effekt, in Anführungsstrichen krass, weil es sind nur 20%, aber du wirst es jetzt auch sehen. Sag mal ja. Du wäschst die Haare, dann sprühst du das Ganze rein. So, könnt ihr echt schön großzügig das reinsprühen. Zack, 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 zack. Boah, ich sehe jetzt schon. Nein. Und jetzt, zack, füllst du dir die Haare trocken. Und danach kannst du die Haare stylen. Okay, einmal kurz, Leute. Und das checkt das unbedingt mal ab. Muss man das nicht noch einmassieren? Nein. Für Leute mit dünnen Haaren ist wirklich ein unfassbar gutes Pre-Styling-Produkt. Und ich weiß, wie viele Leute da draußen echt Probleme haben mit dünnen Haaren, mit Haarausfall, Geheimratsecken. Nico, ich muss niemanden angucken. Nein, Spaß. Und wenn du sagst, ey, bei mir wird es ein bisschen lichter, Haarverdicker, ein Produkt, was jeder mal für sich testen sollte. Kein Spaß. Nur alleine, weil jetzt dieser Haarverdicker drin ist, checkst du das? Boah. Hast du schon wirklich... Du hast, also jetzt mal ohne Witz, das ist kein Wachs oder irgendwas. Du hast nur allein, und das könnt ihr sehen, mehr Halt, weil die Haare, wenn du mal selber reinfährst, dass du einfach merkst, okay, krass. Da ist was. Ja. Da ist was, Leute. Weißt du? Guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Guck mal, wie ich aussehe. Okay, das ist aber echt krass, wie die Haare stehen. Warte. Ah, du mit deinem Mittel. Lass ihm einmal Mittelscheid machen. Marc ist heute Abend richtig mit uns unterwegs. Warte. Lass uns einmal ganz kurz hier so verfilmen. Ja, pass auf, wir kriegen dich hier mal richtig weit. Warte. Wieder bist du. Aber was? Marc? Ich muss eine Story machen, ey. Okay. Ich glaube, das ist es. So. Here we are, Leute. Das ist doch wieder Quatsch. Ich muss einmal hier den Mann. Wir machen jetzt einmal gleich das Haarwachs rein. Das ist immer, wenn ich so die Haare habe, denke ich, man muss so einen Model-Look machen. Ey, aber kannst du ihm gleich wirklich diese nach oben gestylt machen? Wir machen den Original Eggers bei dir jetzt gerade. Freunde, wir sind ja gerade noch im Stream bei lieben Marc und testen die Setzmi-Produkte. Und hier, schaut mal, da geht es. Also, das ist doch wirklich. Machen wir Modelpose, machen wir einmal ernst. Nein, Marc, wirklich so. Digga, er macht dich. Wie ein Model, so, guck mal. Model leidet immer. Model ist immer am Leiden, so, aber nicht so extrem, sondern so ein bisschen so. Guck, warte, ich zeig dir wie. Ey, warte mal, Chat. Jetzt mal ohne Witz, guck mal ganz kurz bitte mal rein, Nico. Guck mal bitte, jetzt Chat. Marc. Safe. Also wirklich hier, wie heißt der? James Dean. Und aber jetzt... Jetzt hau mal aber dass du das nur mal checkst vom Produkt her, ne? Viele Leute haben echt die Probleme mit dem Style. Du packst mal, nur dieses Spray rein. Guck mal, das ist ja... Guck mal, das hält aber echt krass. Wie das vorher also, wie das aussieht. Guck mal, wie das aussieht. Als hätte ich wirklich mehr Haare. Zieh das mal ein. Guck dir das mal an.
Sieh mal, wie viel das auf meinem Kopf ist. Viele haben das gar nicht auf dem Schirm, Pre-Styling-Produkt. Und ihr könnt danach, ihr müsst nicht das eigene Haarwachs von mir verwenden, ihr könnt auch euer normales Haarwachs. Ihr müsst nur das Haarwachs von mir, sonst funktioniert das nicht. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, nur aber wird es funktionieren. Ich lege das jeden ans Herz. Nur das nehmen. Wie viel lockerer Marc auf einmal aussieht, gar nicht mehr so angespannt und steif, sondern wie so ein chilliger Dude einfach, weißt du? Hey, hang loose, guys. Okay, jetzt. Wichtig, das Haarwachs ist sehr ergiebig. Viele Leute machen den Fehler, die packen sich da ultra viel drauf. So, und beim Styling, ihr verteilt das Haarwachs ist wirklich krass. An den Spitzen no shit. Und erstmal in den Händen verreiben und jetzt kommt der Punkt. Von hinten nach vorne arbeiten. Nicht reinklatschen und alles steht und ihr habt irgendwelche Kleckse. Mehr könnt ihr immer noch nehmen, nimmt weniger und dann geht es von hinten nach vorne. Warum von hinten nach vorne? Ja, weil wenn du vorne reingehst, das kennen voll viele, du nimmst zu viel und dann hast du hier so einen Klecks. Ah, ich würde sagen, so ist das so eine Strähne. Und was, das ist dann einfach super nervig. Ja, aber dann hast du die Strähne ja hinten. Nein, du arbeitest langsam von hinten nach vorne das Ganze rein. Verstehst du? Glaub, du hast so ja nicht hinten, was willst du denn für eine Strähne haben, wenn er kurz hat? Ich glaube, so haben wir schon den Look, oder? Ich glaube, so ist das. Aber guck mal, Marc, und viele Leute sagen, ja, bei dir, Marc, bei deinen dicken Haaren, da hält immer alles gut und bla und blub. Ne? Marc ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er die dicksten Haare hat, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es nicht. Also dafür bist du nicht bekannt, ne? Ich bin ja, also das wird man jetzt nicht. Also du bist jetzt bekannt für Parfüm, aber nicht für ja, genau, dafür bist du nicht bekannt. So, aber dass man mal sieht, vom Style, du kannst halt immer wieder durchgehen. Muss man das so festmachen, oder? Nee, klar. Alter, du kriegst hier richtig den Eggers, glaube ich. Du bist, guck mal rein. Hey, that's me. Leute, ich habe mal so eine Frage. Warte mal, jetzt sind meine. Was macht ihr so im Bett? Rock'n'Roll oder was? Digga, wie siehst du aus, Alter? Es ist halt ein Heft. Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist doppelt so lang. Ich bin jetzt auch nicht der beste Styler, wenn es darum geht, andere zu stylen. Ne? Also ich finde, mein Kopf ist doppelt so groß. Ja, ja. Endlich sieht das mal aus, ob da ordentlich was drin ist in der Birne. Zieh dir das mal rein. Junge. Einfach ist ein Drittel mein Kopf länger geworden. Ey, du siehst aus wie wirklich jemand von so einer Rockband. Rockband? Ja. Und also, deine Haare sind ja auch verdammt meine grau. Tickets, Leute. Was? Ich wusste ja nicht, dass du so viele graue Haare hast, Alter. Ja, Mann. Bei uns geht es auch langsam. Ich glaube, du in der hinteren Reihe sollst da sein. Also, wichtig bei diesem Produkt war mir, wir wollten viel Halt haben, aber es sollte die Möglichkeit geben, dass man immer wieder durchgehen kann. Mhm. So, weißt du, wenn ich jetzt. Aber das soll so aussehen, ne? Dass man halt die Haare so hat. Ne? Also das soll so aussehen. Also, aber hast du gerade bei dir, du kannst ja bei dir easy durchfassen. Kann immer wieder durchgehen, ja. Können wir mal bei mir? Ja, es ist halt hart. Das ist halt hart. Ich finde, das ist unangenehm, mit Haarspray fixiert. Ich finde, die Haare sollen aussehen wie gestylt, aber nicht, dass da viel Produkt drin ist. Guck dir mal an. Ja, guck mal, der ist ja am Fliegen immer. Der ist am Fliegen. Guck mal hier. Zack. Also, ich glaube, wir sehen dich demnächst. Willst du mein pinkes Mikro noch haben und dann gehen wir mal in die Stadt? Ich übernehme deine Straßenumfragen nochmal. Guck mal, das ist doch. Hier sieht man es mal wirklich. Du gehst hier durch, du kannst die in jede Richtung machen. Guck mal. Das ist schon crazy. Ich mache zu wenig Werbung für meine Produkte. Digga, ich merke selber mal, guck mal, du, wie gut die Sachen sind. Die sind geisteskrank. Aber guck mal, du siehst mit der Frisur gut aus. Sind wir ganz ehrlich, Marc sieht damit nicht gut aus. Das ist einfach nein, nicht Marc. Nein, das ist doch, der Marc hat jetzt, ich würde jetzt hier nicht einen neuen Typ haben wegen dem Haar. Aber wenn du jetzt mit dem Kamm durchgehst und die so nach hinten machst, wie du sie normalerweise genau machst, werden die dann auch... Oh, jetzt kommt Gau raus. Ja? Ich riech's jetzt. Jetzt kommt Gau raus. So, wie sehe ich aus? Don't know about that, guys. Aber merkst du das Volumen jetzt mal? Ja, okay, aber jetzt ist besser. Jetzt ist schon besser. Hier, mach mal selber mit dem Kamm. Guck, aber merkst du das, wie die Haare echt so... Es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Also, weil einfach, du hast hier ein bisschen... Ich habe immer morgens... Also, ich finde, so zum Beispiel so okay, this is nice. So jetzt zeig nochmal. This is nice. So no finde ich, so find ich das auf jeden Fall. Das ist tatsächlich fresh. Gut aus. Ja, so sieht echt, das ist ein guter Look. Du hast ja halt Flexibilität drin, das sieht echt sehr gepflegt aus. Das sieht wirklich wie vom Friseur fast ja, aus. Ja, finde ich finde auch, es hat einen richtigen Friseurlook gerade. Es sieht einfach wirklich so. Also, okay, tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, es ist tatsächlich krasser als ich dachte. Nee, echt no shit, also, weil diesen Haferdigger habe ich den Effekt noch nicht so richtig gesehen. Ich glaube, er hatte mir das damals mal geschenkt, ich glaube fest an diesen Haferdicker. Wirklich, ich glaube wirklich dran. Also ich finde, guck mal hier, du siehst gar nichts hier. Also das ist, guck mal, es sind halt 20%, aber du merkst es wirklich, wenn du stylst. Man sieht doch an seinen Haaren. Ja, die sehen einfach krass. Ich fand direkt nach dem Film, man hat das echt auch heftig gesehen. Das ist echt krass. Dafür, dass er auch, gut, er hat schon längere Haare, aber... Ey, ich muss mal so ein Set jetzt bitte heute mitnehmen. Ich teste es morgen bei mir. Bro, guck dir mal meine Haare an. Sein Set immer mitnehmen. Ich sehe bloß aus wie ein Idiot. Ich sehe aus wie ein broken Motherfucker. Jetzt mal ehrlich, guck mich mal bitte kurz an. Ja, muss man näher ran. Ich sag eben, die kommen so nach hinten, aber wir haben die Diskussion gehabt.
Digga, ich habe einfach mehr Geheimratsecken als Marc. Das darf einfach nicht wahr sein. Aber das wird sich nächste Woche ändern. So, ey, das sieht so heftig aus. Es gibt hier eine Männerrunde. Das Ganze haben wir auch in unserem Online-Shop aktuell. Das heißt, das besteht aus dem Haarwachs. Wir haben hier dazu Handlotion. Wir haben das Kopfkino. Wir haben den Haarverdicker. Wir haben alles mit dabei. Und das Ganze für einen Sonderpreis. Ich glaube, da kann jeder Mann einfach mal zuschlagen, die Produkte testen. Das sind auch Sachen, die holt man sich mal. Man probiert die mal aus. Und dann überzeugt man sich von der Qualität. Und schaut einfach. Ja? Darum haben wir auch den Stream heute gemacht. Es sieht wirklich viel besser aus, schreiben die Leute. Ja, sehe ich auch so. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Also mir gefällt es extrem gut. Ich finde allgemein, guck mal, heute, eigentlich, man könnte quasi fast, wenn du mal so überlegst, nackt in die Sendung einsteigen, dann holst du die Ola-Kalasocken, dann holst du die Boxershorts, dann holst du Hose, dann holst du Dings, alles. Du machst alles quasi aus dem Stream heraus. Und die Skeleton auch noch. Ich frage mich echt, warum wir eigentlich nicht nackt gestartet haben. Boxershorts, alles da. Erstmal einloggen. Bei vielen Leuten hält das sogar bis zum halben Jahr. Es ist jetzt kein Anhaltspunkt, natürlich, wie oft man sich die... Für das Haarwachs, ja. Ja, also da ist echt, wenn du jetzt heute sogar noch 20% drauf bekommst, klar, ne, wenn du jeden Tag stylst und viel nimmst, aber nimm nicht so viel am Anfang, wenig. Ich habe Leute schon gesehen, die meinten, ey, nach einem halben Jahr, das Ding ist immer noch voll. Kann ich mal so ein Set mitnehmen? Ja, Bro, nimm die Box mit. Du bist auch, also wirklich. Nein, ich will es wirklich. Wie viel ich euch schon zugeschickt habe, ey, wirklich. Mir? Ja, na klar. Was laberst du? Bro. Alle zwei Tage kriegt er eine Box, Mann. Halt's Maul, Alter. Wer verkauft die? Alle zwei Tage. Ich glaube, ich habe mittlerweile das Gefühl, viele Leute wissen gar nicht, dass ich so eine Produktlinie habe. Nee, du machst auch nie Werbung dafür. Das ist zu billig. Es ist zu billig. Das ist das Ding. Was ist zu billig? Die Produkte, die wir heute verkaufen, sind zu billig. 20% gibt es nochmal drauf. Heute. Außer bei Fragezeichen, sein Vater gibt es nämlich 30. Genau. Nur heute gibt es dafür Rabatte.